Hallo, ich bin Mireia und ich unterrichte Klavier an der Musikschule Bremen. Heute stelle ich euch das Klavier vor. Die Klänge habt ihr schon gehört. Wir spielen so meistens hier an den Tasten und davon haben wir 88 Stück. Wir haben sie in weiße Tasten und schwarze Tasten geordnet. Und da habe ich immer Gruppen von 3 schwarze Tasten, das nennen wir die Drillinge, und Gruppe von 2 schwarze Tasten, das nennen wir die Zwillinge. Und da haben wir immer so Drillinge, Zwillinge, Drillinge, Zwillinge, Drillinge, Zwillinge. Und so kann man sich orientieren am Klavier und so kann man wissen, welche Töne man gerade spielen muss. Sonst wäre es viel zu schwierig, glaube ich. Die Tasten, die sind von ganz tief zu ganz hoch geordnet. Ganz tief ist das links. Schau mal, das klingt so. Vielleicht so wie Elefanten. Große Tiere auf jeden Fall. Und dann, wenn ich nach rechts gehe, hier klingen die Tasten ganz, ganz hell. Das klingt so ein bisschen wie Zaubermusik. Oder wie Vögel. Das kann auch sein. Aber wie klingen diese Tasten denn? Ha, da sind ja Saiten drin. Und die Saiten, die werden von Hämmer hier angeschlagen. Aha, so hier unten. Also, wir haben hier ein Modell von einem Klavierbauer. Und hier können wir es genau sehen, wie das funktioniert. Hier habe ich die Taste und hier der Hammer. Und naja, es fehlt mir hier eine Saite. Die gibt es nur im Flügel drin, im Klavier. Aber so funktioniert das mit so vielen verschiedenen Hebeln. Und das hier gibt es im Klavier drin 88 Mal. Das ist schon so ein Aufwand, ein Klavier zu bauen. Am Klavier kann ich auch im Klavier spielen und da ganz schöne Klänge rauszaubern. Mal schauen. Macht man manchmal auch am Klavier. Man spielt hier drinnen, das ist so ein bisschen wie eine Harfe. Und wenn ihr Lust habt, Klavier zu spielen, dann kommt zu uns zur Musikschule und dann könnt ihr diese schönen Klänge auch selber ausprobieren. Bis bald und viel Spaß!